Ja, dann kommt so ein Spruch wie, stell dich doch nicht als wie eine Frau an. Häufig ist das dann eben in einer Situation, wo Männer eigentlich irgendwie lustig wirken wollen. Und entweder lacht man mit oder man muss es häufig runterschlucken. Ich fühle mich manchmal auch noch nicht so bereit, dann irgendeinen Konter zu geben, weil dann wird man, also wenn ich das schon mal gemacht habe, dann wird man jetzt wieder dann so hingestellt, jetzt sei doch nicht so. Es ist schon anders, wenn man so in der Minderheit ist und mehr Jungs da sind. Das hat sich ein bisschen geändert. Also jetzt bin ich nicht mehr immer so die Exotin. Gerade auch was in Vereinen angeht, das sind auch jetzt immer mehr und mehr und Frauen. Und das ist eigentlich voll schön. Ich habe auch schon mal nur mit einer Frauengruppe trainiert. Ich habe auch mal trainiert, da war ich eine längere Zeit die einzige Frau. Und es macht schon einen Unterschied, wie sich die Männer einfach miteinander unterhalten. Wird man dann eher so ignoriert und man hört das mit. Das sind schon andere Gespräche, die einfach dann stattfinden. Und je größer der Frauenanteil ist, desto geringer werden dann so maskuline Sprüche. Und da fühle ich mich schon auch dann wohler. Und ich habe das vielleicht auch selber irgendwie als selbstverständlich genommen, dass ich auch das Recht habe, genau dasselbe zu machen wie Jungs eben auch. Je älter man halt wird, desto größer werden halt die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, wenn sie dann eben auch in die Pubertät kommen, wo eben die Leistungsunterschiede dann größer werden, wo die Jungs dann in den Kraftzuwächsen einfach dermaßen zulegen und man als Frau so ein bisschen abgehängt wird. Das ist in der Kindheit auf jeden Fall anders. Es sind mehr Männer im Kader als Frauen und in der Führungsebene sind es auch mehr Männer. Und da jetzt halt dann weniger berücksichtigt werden, was brauchen eigentlich die Frauen. Also das nimmt man schon ein bisschen wahr, aber ich wüsste jetzt gar nicht, wie das wäre, wenn mich jetzt eine Frau coachen würde. Es wäre auf jeden Fall ein großer Unterschied, also weil eben die soziale Ebene ja eine ganz andere ist. Sexualisierung manchmal ist eben der Beginn dann von sexualisierter Gewalt. Ist halt genau, ja, und da sollte man eben so früh wie möglich aufmerksam machen, also uns nicht zu sehr runterschlucken. Es ist halt so ein Prozess, der halt lange dauert. Und da eben die Strukturen aufzubrechen, das ist gar nicht immer so einfach. Und es ist halt auch dann auch die Person selber gefragt, genügend Mut aufbringen zu können und darüber zu sprechen. Ich glaube, viele trauen sich nicht und schämen sich eher, weil sie denken, es passiert nur mir. Und es sind auf jeden Fall keine Einzelfälle. Also vielleicht sind einfach auch Menschen betroffen und die hören jetzt den Beitrag und denken sich, oh, vielleicht bin ich ja irgendwo ein bisschen betroffen und melden sich dann an verschiedenen Stellen. Also da gibt es ja viele Hilfsorganisationen. Wenn man aber darüber nicht spricht, dann würde es halt eben ja, irgendwo versickern und Probleme verursachen. Thank you.